hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flonny vs. Marco mit Age of Empires 2. Wir werden ein weiteres Mal versuchen, 2 gegen 1 Marco im Age of Empires 2 Battle in die Knie zu zwingen. Wir haben trainiert, wir sitzen den ganzen Tag schon hier und spielen uns die Finger wund, um Marco zu besiegen. Herzlich willkommen in der Arena, Marco Giesel. Der Westenmann, der sitzt da mit einer Weste an. Da ist er. Marco, wie hast du dich vorbereitet? Gar nicht. Gestern war ja Firmenfeier und ich bin auch leicht verletzt. Jetzt geht's schon los mit den Ausreden, bevor es begonnen hat. Ja, noch so müde. Wir werden heute ein paar kleine Sachen anders machen. Und zwar, wir werden heute mal eine andere Map spielen. Nicht immer Arabia wie sonst, sondern Mongolei. Die hat ein bisschen mehr Wald und ein bisschen mehr Klippen und so Gedöns. Aber das werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen. Und wir werden heute, wird Marco mit einem zufälligen Volk spielen. Er kann also nicht die klassische Mongolen-Lame-Ololo-Taktik auspacken, sondern er weiß nicht, was er spielt. Vielleicht wird uns das im Endeffekt zum Verhängnis, weil wir die Völker nicht so gut kennen und am Ende gegen irgendwas spielen, was wir nicht kennen. Kurz unterbrechen da, Florentine, weil ich finde, da kann man sich an dieser Stelle auch mal bedanken, denn dieser Vorschlag kam aus der Community. Mhm. Finde ich wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man sieht, die Leute haben echt Bock auf dieses Format, machen mit, kommentieren sehr viel. Wir haben es vorhin schon drüber gewitzelt, dass mittlerweile, wenn Florentin irgendein Video postet von Gute Arbeit Originals, was eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, die Leute erstmal so, hey, cooles Video, aber hey, wegen Flonny, kannst du bitte mal die Kartografie erforscht? Ja, das ist mega wichtig. Nee, also an dieser Stelle wirklich vielen Dank. Das wurde vorgeschlagen, konkret genau so, dass Marco vielleicht mal mit Random spielt, weil er uns doch auf jeden Fall spielerisch einfach so überlegen ist, dass man dachte, hey, vielleicht wenigstens da noch ein bisschen entgegenkommen, weil Random finde ich jetzt nicht unbedingt das größte Handicap. Und dass wir gesagt haben, wir spielen eine andere Map, wie es Flonny gerade erklärt hat. Aber das waren Vorschläge von euch und wir machen das gerne und wir finden es echt cool. Ja, vielen Dank für alle Tipps, die immer kommen im Forum. So, wir lesen uns alles durch und gucken, was wir davon integrieren können und was nicht funktioniert. So, ne? Ich nehme das fucking ernst hier. Das ist erstmal Zusammenstellung von Tipps aus der Community und da habe ich mir selber noch ein paar Notizen gemacht. Ich habe da ein paar Verbesserungsvorschläge. Schlachtplan. Was ist denn, was steht da alles? Holz. Ist ja gut jetzt, Holz, das ist geheim, Gold, das ist der Plan. Das siehst du da, das ist der geheime Mühle. Plan. Nein, das ist ja nur meine Build-Order. Ja, ist ja völlig egal. Gut, wir gehen gleich nochmal in die Werbung, machen uns ein bisschen warm und dann geht's los. Wir sind, glaube ich, ich war noch nie so gut vorbereitet und war so warm und wir haben richtig Bock und heute werden wir Marco besiegen bei Age of Empires 2 Flonny vs. Marco. Bis gleich, es geht gleich los in die vielleicht letzte Runde. Hey. Hört ihr mich? Ja. Geht nicht in die Werbung. Keine Werbung, das geht nicht in die Werbung. Gerade schon. Also, gut, dann lad schon mal ein in die Lobby. Okay. Puh. Ja, also wie gesagt, zufällige Zift kann auch bedeuten, dass ich Mongolen bekomme, Hunde bekomme, Perser bekomme. Es gibt unfassbar viele tolle Sifs und nur wenige, die ich halt wirklich nicht mag. Ja, Donny ist mein Sif-Lexikon. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Sifs, aber sobald wir wissen, oh, er hat die Japaner, kann Donny uns sagen, Japaner können gut Bogenschießen. Yonochuks, oder wie die heißen. Und ich bin Japaner haben Samurai. Haben Samurai natürlich. Ja. So, also wir sind ich kenne mich so gut mit den Sifs aus, ich bin quasi ein Sif-Lord. Star Wars Joe! Okay, gut, lad mich mal ein und dann geht's los in die Lobby. Schon eingeladen. Nee. Doch. Ah, da haben wir ihn. Ich hab's angenommen, Marco. Ich bin drin, jawohl. Du bist drin, ey. Ihr seid doch schon wieder nervös. Ich würde gerne mal betonen, also wir sagen ja jedes Mal, wir sind eingespielt und heißt und so, aber heute. Wir saßen hier gerade echt 3 Stunden lang, Flo und ich, und haben uns wirklich jetzt hier eingespielt. Also wir haben jetzt gerade auch vor allem zusammen 2 gegen 1 gespielt gegen Computer und unsere Taktik verfeinert und uns auch ein bisschen abgestimmt. Also jetzt will ich euch nicht die Motivation nehmen, aber gegen Computer zu spielen, okay, da kriegt ihr euren Build-Order durch, aber ihr werdet ja nicht gestresst. Ja, wir haben ihn aber auf schwer gespielt. Nein, es war Standard. Aber der stresst euch ja nicht. Und mal gucken, wie ihr dann euer Spiel in Stresssituationen durchbringt. Also, sorry, ganz kurz, ich glaube, mein Stuhl ist gerade kaputt gegangen. Ich kann ihn nicht mehr einrasten. Warte. Auf. Ah, doch. Ja, okay, alles klar. Also Völker, okay. Spanier. NC Pseudo ist klar. Macht zufällig. Und ich werde mit den guten alten, als Ihre natürlich eigentlich ein No-Go, aber ich spiele mit den guten alten Briten. Oho. Bulden. Das hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Was Holzer. Das Holzer. Allererste Mal, dass du auch Briten genommen hast. Und ich will ihn. Dass ich soll. Dass ich soll, sind die Totonen. Ja. Team machen wir noch Team 2, richtig? Okay. Marco, die obligatorische Frage. Wie sieht auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst
spürst du in deinem winzigen, kalten Herz? Nach der Leistung vom letzten Mal. Halt die Fresse. Ich würde sagen, komm, wir gehen heute auf eine 4 von 10. Oh, wir waren schon mal auf der 4. Wir waren schon mal auf der 4. Wir haben auf der 4 gestartet, sind auf die 3, jetzt sind wir wieder auf der 4, Leute. Puh, okay, ich würde sagen, los geht das Spiel. Wir hören uns jetzt gleich nicht mehr. Ihr hört wahrscheinlich hauptsächlich Marco, weil wir voll in the zone sind und Marco nebenbei irgendwie noch den Herr der Ringe vorliest. Und noch so ein Rubik's Cube in der anderen Hand. Weißt du, was das Schöne ist? Ich sitze halt so blöd auf dieser Couch, dass meine Füße in der Luft baumeln. Die ganze Zeit. Das ist so, na gut. Ah, der fliegende Marco. Los geht's! Okay. GLAF, ich bin sehr gespannt, wie es losgeht. In the zone! Wololo. Wololo. Okay. Wir haben die Teutonen. Wir hören Marco. Wir hören Marco. Oh Gott. Es spielt jetzt auch keine Rolle, dass sie wissen, dass ich Teutone bin. Weil im Endeffekt ist das relativ wurscht. Kannst du außerdem auch nachgucken, wenn du oben auf dieses kleine... Oh Gott, was machen die denn? Auf dieses kleine Horn, auf dieses goldene drückst, dann kannst du auch nachsehen, wer welches Volk hat und ob falsch. Und das macht es sehr easy. Das Schöne bei den Teutonen ist, wie man jetzt gerade sieht, ich habe relativ schnell sehr viel gefunden. Also ich habe schon, oh Gott, was machst du denn? Ich habe schon meine Schafe, also 6 von 8. Ich habe den ersten Boar entdeckt. Und ja, der Vorteil ist nämlich, dass das Town Center einen extrem weiten Sichtbereich hat. Und da haben wir schon die letzten Schafe und da haben wir auch schon alles gefunden, was wir finden müssen. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Rehe. Alter, mega perfekter Spot. Okay, was geht? Uiuiui. Ui, ui. Naja gut, nicht übernehmen, wir spielen Mongolei. Mongolei ist eine Map, ja, die ist cool, in erster Linie. Aber ich weiß gar nicht, was die Jungs spielen werden. Diese Map ist auch leicht abzuwollen, ne? Also, im Endeffekt sehe ich hier schon ein paar gute Spots, um zu wallen. Mal schauen, ob wir es machen. Ja, im Endeffekt ist das, glaube ich, eine gute Geschichte, hier zu wallen. Ist auch nichts Verwerfliches. Und immer darauf achten, das habe ich jetzt gerade falsch gemacht, dass man den Baum auch trifft. Wenn man daneben seinen Wegpunkt setzt, dann passiert mit dem Dorfbewohner gar nichts. Punkte zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, auch immer egal. Egal, was manch ein anderer sagt, sind jetzt nicht so spannend. Man kann jetzt schon das andere Schaf anhauen, dann sind die anderen der Schäfer schneller beim neuen Schäfchen. Es sieht alles nach einem ganz runden Start aus. Ich bin nur gespannt, was die Jungs machen, ob die vielleicht sogar mal drushen. Also ich meine, könnte ich mir gut vorstellen, weil wenn du einen doppelten Drush spielst, also schon in der dunklen Zeit angreifst und dann mit, ja was haben sie dann, 6 Milizen, 2 Scouts ankommen, das wird natürlich dann sportlich. Nein! Eieiei, wie ich das hasse, wenn ich da kurz penne. Eieiei. Ja, so. Bolden. Das ist mein zweites fucking Schwein. Ich find's auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Correct. Hunter. Gatherer. Bolden. Gatherer. Brayton. Ready. Chopper. Correct. Ah, shit.
Yes. Yay. Hunter. Fuck. Fuck. Fucking Dorfbewohner verloren, weil ich dumm bin. Komm schon, Schwein, ey, du musst da sein. Wo ist es? Alter, hat der mir mein Schwein geklaut? Ich finde echt mein Schwein nicht. Ich finde mein zweites auch nicht. Scheiße, das ist gar nicht gut. Okay. Dann ohne Schwein. Doch, da ist es. Ah, da ist es. Nochmal Glück gehabt. Wo? Ah, hier. Ich glaub, meine Schafe hier. Hunter. 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 Yay. Correct. Oh nein. Mandarin. Nein, nein, nein. Yuck. Scheiße. Boulder. Chopper. Aquilin. Chopper. Boulder. Hunter. Aquilin. Correctus. Yay. Correctus. Hunter. Was hat er jetzt eigentlich für ein Volk? Hä? Was hat er für ein Volk? Ich weiß nicht. Hatte ich auch lange nicht. Palisade auf einer Taste. Damals als Anfänger. Wie heute. Ich bin halt, wie gesagt, noch weit davon entfernt, gut zu sein. Aber Palisaden auf eine Taste legen, auch Steinwall vielleicht sogar dann, ist sehr, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, wie machen wir das jetzt? Mach mal so, komm. So. Ich glaube, den Hansdampf muss ich mal blocken. Wenn der so oft hier einfach reinschreibt. Ich denke ja immer, dass es dann irgendwas Wichtiges ist, ne? Aber irgendwie ist es dann nur Hansdampf. So, wir sind ab. So kann man das auch bauen. Das ist halt natürlich ein bisschen weit weg. Und was halt auch so ein typisches Mongolei Ding ist, sind halt diese ganzen Hügel überall, ne? So. So. Die sind natürlich gefährlich. Ich rechne mal wieder mit einem Scout Rush oder sowas. Ich weiß nicht. Also. Ja. Ob sie was anderes geübt haben. Da jetzt noch nichts gekommen ist, erwarte ich jetzt auch keinen. Das ist jetzt angeknuspert. Genau, da jetzt, bis jetzt noch nichts gekommen ist, erwarte ich jetzt auch keinen Drush. So. So. Schmiede. So. Du baust mal hier den Stall hin. Was noch zu vorher? Das kann man übrigens auch machen, dass man ein bisschen Ruhe hat. Man baut die Gebäude nur so ein bisschen an. Braucht aber dann halt nicht befürchten, dass irgendjemand drüber laufen kann. Nämlich die blocken auch so den Zugang. Er hat Schmiede. Great. Oh.
Sein Scout greift mich an. Ist nicht durchdrehen. Ah, er baut Palisadenwall. Er wallt sich ein. Okay, ich baue jetzt gleich einen Marktplatz. Scheiße. Ah, er wallt sich komplett ein. Komm. Wo gehen die hin? Bulden. 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 Ready. Yours. Equilin. Yay. Boy. Construir. Sí. Boy. Construir. Plazme. Buscar. Construir. Ah, Ritterzeit, Alter. Holy crap. Mega schnell. Ich habe jetzt gerade angefangen mit Ritterzeit. Ich klicke jetzt auch hoch. Gleich. Am Teuton Ritter oder was kommt da jetzt von ihm? Fuck, der hat auch mein. War nicht konsequent. War nicht konsequent. Correctus. Mein Datum? Yours. Ditch. Genierebaue ist der Grund, weil Florentin ja immer dazu neigt. Oh, hier ist noch offen. Immer dazu neigt, ihr Häuschen, viele Scouts zu bauen. Ja. Hey, Leute. So. Bu wäre. Ja, und es kann natürlich auch ein bisschen langweilig sein, was ich hier spiele, weil es sieht immer so ein bisschen gleich aus. Aber wie gesagt, ich habe schon mal gegen zwei versucht und habe einen Fedalzat angegriffen und ja, das ist halt eher schwierig dann zu spielen, weil in der Feudalzeit sind die Einheiten noch alle so langsam und das bringt halt nicht so viel. Dann. So, wieder an die Arbeit. So, komm. So, also halb gewallt. Wie gesagt, hier ist der Eingang. Herzlich willkommen. Und das sollte man überprüfen. Wann seine Einheiten wo, wie. Oh, Florentin, Hallöchen. Dann gehen wir mal zu dir ans Wood. Und gehen wir auch. Haben wir da irgendwas? Nee, alle fit. Oh, zu beide. Oh. Da sind alle noch fresh. So, ja. Wir zögern das Spiel ein bisschen raus. Oh. Komm, den nehmen wir noch mit. Und raus. So. Auch Ritter. Okay, hat sogar das eine Upgrade drauf, das ist gut, für Florentin. So. Buh wäre. Oh,
Nein. Okay, er hat seine beiden Ritter jetzt bei mir in der Base. Du solltest eigentlich relativ freies Spiel haben. Jo, Moment. Bolden. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier verfolgen soll. Ich weiß nicht, einfach nicht, was ich machen soll. Aber okay, ganz ruhig. Konstruiert. Scheiße. Also ich gehe jetzt zu ihm. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, weil er bedroht mich immer noch. Wie läuft denn bei dir der Angriff? Ich baue jetzt hier eine Ramme unten und stehe hier halt mit meinen 5 Rittern und gehe dann da durch. Okay, dann greife ich von der anderen Seite an. Ja. Und greife hier Häuser an. Ich brauche Holz. Ich brauche auch Holz, leider. Okay, er baut einen Steinwall bei mir auf meiner Seite. Und ich habe 2 seiner Ritter in der Base. So, jetzt greift er hier meinen Turm an. Den mache ich jetzt mal platt hier unten. Bitte. Hat er übersehen, sehr gut. Okay. Das ist doll. Das war. Na komm. Hover. Ja. So, na gut. Uwere. Uwere. So. Der dumme Tower. Hm. Na gut. Dann machen wir die. Oh. Dann gehen wir doch mal dahin. Bereitet, dass ich soll. Ja, dass ich soll. Dies war. So. Ja. Kommen Sie her. Ja. Ja, Sestürme. Ja. Bereite. Uwere. Das war. Buwere. So. Gebure. Schon +2 Upgrades. Muss ich schnell nachziehen. Oh. Ramme. Bye. So, jetzt versuche ich irgendwie Damage zu machen hier. So, ich habe hier Holz von ihm und kann auf jeden Fall ein paar abfrühstücken. 2 Villager. Der hat Halibardiere oder Dinger halt, Pikeman. Okay, er hat's abgewehrt. Scheiße. Wo ist denn dein Marktplatz? Ich finde deinen Marktplatz nicht. Ja. Da. Okay, der ist bei mir im Lager. Sehe ich gerade jetzt viel zu spät bemerkt. Aber ich habe Ritter gehabt, zum Glück. Holzer. So. So.
Das ist so. Leck, 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 leck. Super leck gerade. Ja, bei mir auch. Mega leck. Ah, oh, das macht mich wahnsinnig. Ich bin normalerweise immer blau. Okay, kein Problem. Wir müssen ihn abwehren in deiner Base. Ich habe 5 Ritter bei dir. Chopper. Clayton? Dich. Du hast ja auch noch Ritter, ne, hier unten. 3 Stück. Jo. Wo sind seine Ritter in deiner Base? Nee, das ist gelb, das bist du. Ja, ich bin so dumm einfach. Ja, natürlich bin es ich. Wo sind denn seine bei dir? Jetzt sind wir wieder weg. Die waren hier oben. Du kannst. Ja. Ich baue schon wieder selber nach. Danke, Jumper. Okay, gut. Lohnt es noch, Stress zu machen bei ihm? Ich weiß es nicht. Ey, mich macht das wahnsinnig, dass ich nicht blau bin. Ich bin immer blau sonst. Ich gucke die ganze Zeit auf die falschen Sachen. Er ist in meiner Base. Ich habe nichts in meiner Base. Fuck, immer diese Scheiße, ey. Bitte, Leute, komm, baut jetzt. Boah, ich bin komplett durch. So. So. Machen wir mal. So. So viele Ritter hat er dann doch nicht. So. Ja. Ich dann schon. Buh wäre. Warum? Warum Skirmisher? Also. Ja. So. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Stress. Nach oben wieder. Jetzt gehen wir gleich mal zu Florentin rein und machen mal so richtig Rabatz. So, können wir noch einen Stall bauen, einen weiteren. Ja, Vorteil von Teuton, auch sehr, sehr starke Ritter. Also Paladine dann. Das läuft. So, jetzt brauchen wir natürlich hier direkt hier nach Monastery. So. Oh, nein. Schön mal. Hat er ein Pfeil abgehört? Nee. Warum haben die so viel Damage gefressen? Stand die so lange da? Versucht er mich bergab. Heißt bei mir jetzt wieder in der wir rennen wieder hin und her, immer dasselbe. Okay, let's go. Komm schon. Fuck! Immer dasselbe. Ah, ich kann das nicht Komm, bitte, haut rein. Oh, diese Ritter müssen kaputt gehen hier, ey, Alter, sonst bin ich am Arsch. Ich habe auch Ritter in meiner Base. Sieht ganz, ganz schlecht aus gerade. Wo sind die denn? Ich muss diese Burg fertig kriegen. Bolden. Ah, der deniert mir halt immer wieder das Gold. Okay, du hast ja ganz gut Ritter, das ist doch nice. Ich versuche mich jetzt zu erholen und mach Langbogenschützen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich brauch dringend Gold. Aber die reiten nur. Ja, komm schon. Irgendwo Gold, ja, da. Überhaupt keine Nahrung. Oh,
meine komplette Eco liegt brach leider gerade. Wie komme ich denn an dieses Gold? Das geht doch gar nicht. Bitte raus, oh, Leute. Ich muss Trash bauen jetzt. Scheiße. Was ist hier los? Konstruiert. Ja, man kommt nicht an das Gold ran. Ich habe hier so ein Gold, wo man nicht rankommt. Bulden. Stein, 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 Stein. Wo ist Stein, 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 Stein? Konstruier. Konstruier. Okay, ich brauch Holz. Mega den Überblick. Wo wird gekämpft gerade? Wird gekämpft gerade bei dir? Chopper. Dich, dich. Ja. Wo wollen wir die denn hin? Warum war sie hier hin? So, okay, dann kann mein Mönch. Mein Mönch. Zweite Relic holen. So. Der kann hier ran. So. So, dann können wir gleich mal wieder richtig reingucken. Obwohl, eigentlich alles dahin. So. Schön die ganzen Upgrades machen, nicht vergessen. Dann so ein Bullshit hier vermeiden. Schön am Holz bleiben, dann braucht man sich nicht wundern, dass man kein Holz hat, wenn man so blöde baut. So. Oh, da fehlt noch ein bisschen Nahrung. Komm, 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 komm. So. Okay. Da seid ihr doch 1-2 zu viel. Macht ihr Holz. So. Das ist Uwere. So. Uwere. So. Na gut. Ja, wie gesagt, sieht ganz gut aus. Donny sieht so ein bisschen aus dem Spiel genommen aus. Das ist wichtig, Wehrpflicht. Einheiten werden schneller erschaffen. Ey, was macht der gerade? Ey, der plant irgendwas Riesengroßes. Ja, Mann, der hat 6000 Punkte, Alter. Greeten. Bolden. Mandatum. Bolden. Yours. Yay. Bolden. Ready. Bolden. Mandatum. Chopper. Bolden. Mandatum. Equillen. Ey, irgendwas plant der. Sieh es. Equillen. Bulbulden. Okay, ich habe super viel Gold. Der ist halt schon Imp, Alter, wir haben keine Chance. Der wird nee, 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 alles gut, wir sind zu zweit. Klickst du hoch überhaupt? Nee, ich hab leider ein bisschen die Kontrolle auch verloren, aber wir sind... Alles ist möglich. Ich hab kaum Gold, aber naja. Ich hab keine Stein-fucking-Ablagerung hier. Ich hab nirgendwo Stein. Agora. Konstruiert. Mande. Okay, ich werde angegriffen. Großer Angriff. Vom Paladin. GG. Alter, das sind ja mega viele. Ja, das dürft's gewesen sein. Ja, das dürft's. Also. Ups.
Ich versuche trotzdem einfach nur Damage zu machen. Ich gehe jetzt sneaky in seine Base. Das war's, ich hab verloren. Ich bin durch. Ich hab's gesehen. Mhm. So, machen wir das Town Center hier kaputt. So, einmal hier reinklicken, reinlaufen und dann machen die schon genug Schaden. Ich mache ein bisschen weiter Knights, also Palas. Noch ein paar zu Donny schicken. So, und das war's. Sollte es zumindest gewesen sein. Ja. Oh, jetzt machen wir hier die Häuser kaputt. Ja, der ist GG. Der ist GG. Oh. Langbogenschützen. Cool. Das Problem an Langbogenschützen ist natürlich, also sie sind gut. Ja, die sind jetzt hier. So. So, dann gehen wir weiter zu Donny. Sind halt nicht genug. Ja, ich bin gleich tot. Ich mach noch kurz. Ich will nur noch ein bisschen den. Ihn ärgern hier unten. Konstruiert. Ach Mann, ey. GG. Good game. Wir schauen ganz kurz in die Werbung und kommen dann gleich zurück mit der Analyse. Hey, herzlich willkommen zurück mit einer Runde mit Age of Empires 2. Herzlichen Glückwunsch an den ungeschlagenen Marco Giesel, der uns erneut bezwungen hat. Ganz kurz, hast du auch diesen Mehrspieler-Status irgendwas? Ja, da bin ich schon rausgegangen, weil... Wie macht man das mit Aufgeben und Beenden? Ja, aufgeben. Aber dann hat man die Punkte noch. Was für Punkte? Eine Punktübersicht. Ach so, ja. Ey, fuck, ich bin so fucking wütend auf mich, weil ich so scheiße dumm bin einfach. Weißt du, ich sehe, du hast Ritter, ich baue keine Speerkämpfer, ich baue keinen Konter, nichts. Ich baue Plänkler, weil fuck, warum nicht einfach? Ich baue einfach irgendwas. Keine Sekunde nachgedacht, einfach nur Bullshit gemacht. Marco, wie siehst du das Spiel? Halt! Kannst du mal dein Handy bitte weglegen? Marco, ey! Ey! Jetzt hört's aber mal auf. Na, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, sorry. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe bei Donny einen toten Villager gesehen am Anfang, den er wahrscheinlich an der Sau verloren hat. Oder an einem Wolf. Ja, habe ich. Aber mein Gott, das passiert den Besten. Ja. Das ist auch schon mal The Viper passiert, habe ich auch noch nicht gesehen im Spiel. Das passiert in 300 Spielen auch mal dem Viper. Aber sowas kann natürlich passieren. Nur ich habe mich dann gewundert, als zum Beispiel Florentin hatte ja dann echt gar nicht mal so wenige Knights, also relativ fix, auch viele Knights und hat damit mal wieder lieber Häuser angegriffen als... Ja, weil deine Häuser ist blockieren, ich wollte rein, ey. Was soll ich machen, wenn du eingebaut bist? Da gehst du unten rum.
Ja, das ist ja das alte Diskussion, dann gehe ich unten rum, hampel da die ganze Zeit durch die Gegend. Wäre da offen gewesen unten? Ja. Ja, woher soll ich das denn wissen, ey? Ja. Dann lauf ich da rum, dann sind da auch Häuser. Scouten. Soll ich die ganze Zeit um dich rumlaufen? Ach ja, okay, gut, hätte ich machen sollen. So, war scheiße, jetzt, aber. Jetzt regt ihr jetzt Mann. Entspannt euch mal. Marco. Ich bin entspannt. Also ich kann auf jeden Fall, wie sollen wir das jetzt angehen? Ich sag, weil es mir auf der Seele brennt, ich muss es loswerden. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner eigenen Leistung gerade. Ja. Ich habe deutlich besser gespielt in den Vorbereitungsspielen. Ich habe mal wieder aus fucking, weil ich dumm bin einfach. Das, bitte auch nicht in die Kommentare schreiben, dass ich das gemacht habe. Ich weiß selber, ich habe verbockt, ich habe schon wieder verpeilt. Ich hatte den Abdroppunkt vom Dorfzentrum, also diese Flagge. Mhm. Hatte ich am Anfang immer noch auf den Berries. Ah. Und da hatte ich schon wieder 8 Leute auf Berries, während ich mich aber um den Bohr kümmere und so. Und merke erst später, Alter, ich habe 8 Leute auf Berries und die gehen ja gar nicht zum Holz. Das ist so ätzend. Und das war dann für mich schon verkackt. Dann haben wir aber die Zeiten, wie du ja gesehen hast, gar nicht so schlecht hingekriegt, Marco. Ne? Was also, habt ihr nicht schlecht hingekriegt? Wir waren ja wieder um die 18, 19 Minuten rum, oder? Warte mal, Technologie. Besser als sonst. Ja, 19.30 und 19.2. Ja, also das ist auf jeden Fall das Beste, was wir bis jetzt hatten, glaube ich. Ne, 20 mal 18 noch was, glaube ich. Ja, aber zusammen. Es war immer so, dass wenn, dann hatte Florentin super viel früher. Und wir haben, wir haben ja versucht zu üben. Vorhin haben wir geübt und es so koordiniert, dass wir quasi zusammen bei 19 rübergehen. Ja. Dann habe ich eine Sache mega verbockt. Ey, du hast schon wieder mein Lager angegriffen. Und ich schwöre euch da draußen, es hat kein Düdü gemacht. Wirklich nicht. Das ist so scheiße, das ist letztes Mal auch passiert. Entweder ich habe es nicht gehört oder es hat wirklich nicht diesen Alarm gegeben. Und währenddessen ist Marco da drin und schlachtet meine ganzen Dorfbewohner ab. Ne, hast schon wieder 15 kaputt gemacht oder so. Beim ersten Mal? Halt, beruhig dich doch mal. Da sind halt ein paar Villager draufgegangen, ja. Da sind ey, wir haben aber auch ein bisschen was von dir gekickt, okay? Du tust jetzt so zurückgelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht mal ein paar Sekunden in dem Spiel dachtest so, oh, jetzt muss ich mich dann doch mal ein bisschen, jetzt muss mein Blutdruck da mal ein bisschen über Durchschnitt steigen. Als ich gesehen habe, dass du viele Ritter hast, da muss ich sagen, da war ich so, okay. Vor allem, die waren auch schnell geupgradet. Nämlich. Ich glaube, dir fehlte Bloodlines, also das. Die hatte ich. Das hattest du? Hatte ich. Oh. Sicher. Ey, dann, richtig gut. Bei Donny waren die leider nur bei +1 Attack. Deswegen waren die halt leichtes Futter dann relativ schnell. Ja, weil ich halt. Ich meine, ich weiß ja nicht, viele Zuschauer haben ja offensichtlich, weil wir sehr viele Nachrichten bekommen, Ahnung von diesem Spiel. Und mehr Ahnung als wir. Auch ich. Aber vielleicht nochmal trotzdem dazu gesagt, für die, die so Casual Gamer sind. Marco wird mir beipflichten, wenn ich sage, dieser kleine Fauxpas mit den Berries, ist ein vermeintlicher kleiner Fauxpas. Das ist aber der Grund, warum ich dann keine guten Ritter hatte, weil der hat mir komplett meine Order so verkackt, dass ich dann nicht mehr diese 400 Nahrung, 400 Gold, was ich sonst habe, wenn ich anfange mit meiner Ritterproduktion. Und da kann ich immer schön 4-5 bauen mit der Schmiede, immer die 2 Defensiv-Upgrades machen, wo ich weiß, die sind ja am wichtigsten für die Ritter, die 2 Defensiv- und nicht die Angriffs-Upgrades. Das hätte ich machen können. Hätte ich nicht diese fucking Berries verkackt am Anfang. Deswegen hatte ich immer konstant das ganze Spiel über ein Ungleichgewicht in meinen Ressourcen. Gehen wir doch mal ins aufgezeichnete Spiel. Genau, wir gehen mal ins Spiel. Aber ich finde, also aus meiner persönlichen subjektiven Meinung, wir hatten relativ lange noch das Spiel im Griff, im Gegensatz zu sonst. Ja, wir haben angefangen, wir haben Kartografie beide entwickelt, wir hatten beide einen guten Überblick, wir haben beide angegriffen, wir haben beide ein bisschen gerusht, konnten so ein bisschen die Dynamik auf deine Seite tragen, dass du reagieren musstest. Das haben wir dann irgendwann verloren, wie immer. Aber es hat, meiner Meinung nach, lief es noch relativ lange nach Plan. Wir konnten ein bisschen was von Markus Gedösel abwehren. Wir konnten ein bisschen paar Villager von ihm töten. Aber irgendwann, und da war bei mir auch noch Panik, ich wusste gar nicht mehr, was du machst und habe dann einfach irgendwas gebaut, was dumm war. Und irgendwann nimmt dann Panik überhand, aber an sich. Ich muss auch mal erwähnen, dass wir auch echt ein bisschen Pech hatten. Ich hatte zum Beispiel ein unerreichbares Gold. Mein Backgold war ein Fehler. Gucken wir mal. Das war auf so einem komischen, weirden unten links. Nicht das Backgold, dann halt dieses so. Da siehst du links, da komme ich nicht ran. Ja, das ist wirklich scheiße. Ha! Das ist wirklich scheiße. So das nämlich. Das war nämlich der Grund. Rematch. Rematch machen wir so oder so noch, aber das ist wirklich blöd. Also ich bin aber auch, das ist richtig. Ich hatte auch ein blödes Ich bin richtig dumm. Vielleicht haben die Leute das auch gesehen. Ich habe dann trotzdem ein Bergabbau-Lager gebaut. Auf gut Glück, Mann. Vielleicht kann sie da hinlaufen hoch. Also ich würde hier eins bauen. Da war ein Haus. Also anstatt eines Hauses. Ich wollte das Haus nicht killen, weil ich dachte, Alter, da wohnt die schon jetzt ein Jahr. Und die will jetzt dann auch irgendwie nicht Weibchen. Die Goldklippe. Ja, die gut, aber dann kannst du wenigstens eine darauf setzen, die dann hier hin und her läuft. Das wäre eigentlich auch, warte mal, das wäre eigentlich auch wieder so eine geile Sketch-Geschichte, so Real Life Age of Empires. So, ja, sorry, wir müssen ja Hauswerk machen, sonst kommen wir nicht ans Gold ran. Aber ich wohne hier schon seit 20 Jahren.
Okay, wir gehen mal rein, Marco. Ja. Lass mal knacken und hau mal drauf. Genau. Hau raus, gib mal Feedback. Okay, also ja, bei Donny leider das passiert, was mal passieren kann. Ist mir auch fast passiert. Also ein Schaf außerhalb des TCs. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Ja, das passiert. Das ist auch kein Spielentscheider. Bei Donny, bei Florentin, sorry. Sehr früh den Ball geholt. Ja, was heißt früh? Also, ach so, nee, du spulst gerade vor. Okay. Also das ist halt, guck mal, wir sind jetzt Minute 5-2. Ja, alles gut, ich hab's nee, alles gebracht. Gut, alles gut. Nee, okay. Dann gucken wir mal weiter. Dann sehe ich halt schon deinen TC. Du hast jetzt, warum auch immer du die Mill so baust. Immer direkt ans. Mit der einen Abstand ist dann. Ja, und wenn das leer ist, dann hat er hier den. Dann hat er zwei Abstand. Dann hat er drei Abstand. Hab ich richtig gemacht übrigens. So, dann baust du es lieber hier hin. Hast du richtig gemacht? Ja. Ich baue die immer direkt dran. Das ist gut. Ja, das ist effektiv. Nur leider viel zu viele, wie du schon gesagt hast. Ich verstehe es nicht, weil letztes Mal hast du mich gescholten, dass ich die Goldmine so falsch mache. Ja, bei Gold lässt man immer eins dazwischen. So, bei Gold kannst du zum Beispiel hier, wenn du jetzt hier eins dazwischen lässt, das sind 800 Gold, die erstmal abgebaut werden müssen. Hä, wo ist denn da der Unterschied zwischen Bären und Gold? Ja, das brauchst du halt schneller hier. Das brauchst du jetzt. Du brauchst jetzt deine Nahrung und da Berries allgemein noch sehr langsam sind. Guck mal, was die jetzt für einen Weg haben hier. Das ist ineffektiv. Okay, also Gold, ein Ding. Guck mal, oder an die Ecke halt. Guck mal, ich hab's jetzt so an die Ecke gemacht, da habe ich auch noch gute Wege. Okay, gut. Also das kannst du auch machen. Vor allem, wenn du dann noch im Hinterkopf hast, du willst ja dann noch ein Towncenter ranmachen. Oh, ihr habt mich gepinkt. Okay. Gut. Okay, verstehe. Okay, dann Feudalzeit, auch relativ nah alles beisammen, finde ich. Hier kill ich dir ganz schön easy einen Will weg. Ja. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Dem Florentin, ne? Genau, vom Florentin. Ja, da hätte man auch nichts machen können. Oder soll der zurückschlagen? Nee, du hättest mit den Dorfbewohnern... Ja, lauf mit dem zurück und kämpfe mit denen. Ja, da ist er schon tot auf dem Weg. Aber der sollte Palisaden war, der war eh gefährlich unterwegs. Der war gefährlich unterwegs, okay. Der war gefährlich unterwegs. Also das muss er auch selber wissen. Aber ich find's schön, dass ihr die Map so verstanden habt. Okay, dachte gerade, der ist idle, aber ja, Mongolei ist eine Wall-Map. Und das bieten halt diese Klippen hier alle an. Und das mache ich ja auch. Ah, schön. Wo du es gerade sagst, macht's ja Donny auch direkt, ne? Also, es ist schön einfach. Donny macht's, Florentin macht's. Außer hier natürlich, ist das eine Sackgasse da unten? Bitte nein, sag mir, nein. Nee. Da, guck mal hier, da hinten. Ja, aber so weit glaube ich noch nicht, das lohnt sich doch nicht so weit. Nein. Das könntest du aber machen. Aber das ist scheißegal. Das sind halt nur zwei Teils. Also von daher. Easy, das ist dumm. Warum nicht hier? Das ist dumm. Ja, Moment, wirklich so weit außenrum ist es nicht im Endeffekt mehr? Nein, also wenn du jetzt hier den Wall setzt und hier vielleicht mit Häusern lang wallst oder hier wallst, ist deutlich effektiver als dieses komische schräge Ding, was rebellieren auch langsam offen gegen war. Also vor allem auch. Ich meine, manchmal sind es aber auch architektonische Entscheidungen. Ja, apropos architektonische Entscheidung, was denn hier passiert eigentlich bei diesem schönen Weg? Weiß ich nicht. Da gehe ich nämlich dann rein. Aber da bist du reingegangen? Ja. Okay, scheiße, dann habe ich es einfach dumm gemacht. Ja, deswegen immer überprüfen, das sage ich dann auch, ob das dann wirklich zu ist. So, jetzt sehe ich hier was natürlich... Was hältst du von dem Turm hier? Macht ja nichts. Ich habe halt nur einmal dummerweise zwei Ritter raufgeschickt, die ich dann natürlich auch verloren habe, weil ich nicht mehr weiter darauf geachtet habe. Der Turm ist aber, ja, nett, aber der macht ja gar nichts. Der steht jetzt da. Ja, der steht da und der ist so ein bisschen, da sind die oben drin und sagen so, hey, fick dich. Na, aber der sollte decken, dass du da mit einer Ramme durchkommst, oder was? Nee, also ich wollte den machen, um tatsächlich Sicht. Ich wollte gucken, was geht. Wenn du was Sicht brauchst, dann bau lieber einen Außenposten. Der ist günstiger. Oh, sind die besser? Ja, die sind günstiger. Also da verschwindest du keinen Stein, du verschwindest ein bisschen Holz. Ah, da hast du natürlich echt recht, das war echt dumm. Ne? Hätte ich einen Außenposten. Ich wollte tatsächlich einfach nur drüber gucken. Ich habe mich wirklich gewundert, ich dachte, der ist wirklich für irgendwas da. So, jetzt kommt Florentin mit seinen Rittern. Und macht Folgendes. Naja, komm, hört mal auf, mich so lächerlich zu machen. So schlecht ist der Move doch nicht. Ich komm da doch auch durch. Weil das ist schon, weil dahinter ist man immer schlauer. Er sieht mein Gold, er hat hier noch nicht gescoutet, ob hier jetzt eigentlich zu ist. Er sieht hier eigentlich schon die Felder, dass hier ein TC sein muss. Aber wie gesagt, er sieht hier mein Holz schon, er sieht mein Gold, er sieht mein, nee, das sieht er nicht. Aber er sieht zumindest zwei wichtige Chokepoints oder zwei wichtige. Wenn ich halt eine Wall bei dir sehe, gehe ich davon aus, du bist komplett eingewallt. Das ist kein Unterschied, wo ich jetzt durch. Nein, geh doch nicht komplett davon aus. Wo hätte er denn runtergehen sollen jetzt anstatt dessen? Hier unten oder was? Da rein. Ja, aber ich finde es schon auch, muss ich mal Florentin verteidigen hier. Ich finde das schon immer so ein. Klar, hinterher weiß man es immer besser. Aber du willst halt schnell kämpfen und wenn ich da erstmal deine halbe Base ablaufe, ja, dann hast du wieder zwei Ritter mehr als ich und dann hänge ich wieder an. Aber das bringt dir hier gar nichts. Aber ich komme noch rein in die Base, wenn ich da durch bin. Du kommst hier nicht rein.
Das Haus dauert so lange, was oder? Was passiert denn da? Ja, ja gut, das ist ja klar, dass du da was dagegen machen kannst, aber trotzdem, es ist ja als ja, Versuch. Nee, also ganz ehrlich, dann lieber schütze deine Einheiten und versteck die erstmal ein bisschen. Geil, dass das zweite Haus dann direkt auch nochmal angreift. Ja, ja. Ja, gut, aber da hat er gemerkt, das hat keinen Sinn. Hier sehen wir jetzt Donnys Angriff von oben. Also ich finde es gut, dass er auch versucht hat, parallel anzugreifen. Ja. Währenddessen natürlich stören euch aber diese beiden Ritter schon die ganze Zeit. Also die sind halt die ganze Zeit dabei. Hier kommst du jetzt rein. Da habe ich nicht nur einmal gewollt, sondern passiert Folgendes. Ich ziehe meine Pikniere gleich mal nach vorne. Und dann sage ich dir gleich mal Bescheid, hier geht's nicht weiter. Die kriegen jetzt gleich auch noch das Pike-Update. Ja, ja, erstmal töten sie einen. Hallöchen. So, die waren aber auch stark. So, genau. Dann kommt jetzt Donny von oben, genau. Ah, die Ramme war doch nicht schlecht, der Move, oder? Die Ramme war gut, die Ramme war gut. Nur leider das Follow-up fehlte. Vor allem, wie teuer es war. Ich habe für die Ramme eine komplette Waffenschmiede gebaut. Eieiei. Warum? Guck mal, du hast so viel Stein. Das war aber nicht Teil des Plans. Wenn du jetzt haben wir im Training nie so gemacht. Wenn du jetzt hier 10, 20 Dorfbewohner hast und hier eine Burg hinbaust, dann wird's schwierig. Und hier hast du natürlich ich versucht... Ich hab doch da noch gar nicht... Oh, hätte ich da eine Burg verbauen können, oder? Ja, natürlich. Aber hier hast du jetzt natürlich versucht, meine Wirtschaft ein bisschen zu gefährden, aber... Ich hab da ein paar gekillt. Ja, zwei. Also, nee, einen. Nee, zwei. Zwei sind es. So, und das Ding ist, das lohnt sich nicht, weil deine Ritter, die da sterben, sind deutlich teurer. Ja, guck, schlachtet er mich da wieder ab, ne, während ich da unten beschäftigt bin. Da genau, und das mache ich halt, versuche ich immer wieder zu machen. Hier oben auch schon wieder was gekillt, auch hier am Gold, am Holz. Genau, und wie gesagt, du hast jede Menge Stein, du baust dann deine Castle hier hin, was ist schlimm ist. Und jetzt kommt Florentin und sucht mich. Ja, das haben wir schlecht koordiniert, das muss ich auch meine Das war einfach schlecht koordiniert. Nee, das ist auch aber nee, das ist mein Fehler. So, guck mal, ich hab Florentin hergerufen und er kam dann, da war aber nichts mehr. Und das habe ich vermutet und bin dann sofort runter zu Florentin. Weil ich dachte, ja, der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, Donny zu helfen. Ja. Und hier kommen jetzt diese legendären Schießanlagen. Aber guck mal, ganz kurz mal, mal Stopp hier an der Stelle. Dieser Angriff, wo du gerade meintest, ne, wo Florentin von links kommt und ich dann von rechts, wo du ja schon sagtest, das findest du ganz gut, dass wir das koordiniert haben und so, weil es ist ja kein Zufall, das haben wir ja wirklich auch so ausgemacht. Wir hatten ungefähr fast zur gleichen Zeit vier oder fünf Ritter jeweils und das ist ja eigentlich ganz gut, so wenn man zwei gegen eins spielt. Das sind ja acht Ritter. Ja. So. Und ich muss einfach auch dem entgegenstellen, jetzt natürlich sieht es so aus, als hätten wir uns voll dumm angestellt nein, und so. Aber eigentlich, du hast halt auch gut gewallt an der Stelle und es ist auch ein bisschen Glück, finde ich, so, dass wenn er jetzt zum Beispiel Florentin die 50-50-Entscheidung getroffen hätte, okay, ich gehe doch nicht an die Häuser da unten weiter, dann wären wir reingekommen, oder nicht? Ja, ja. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es hätte auch klappen können. Dass ihr irgendwas Dummes gemacht habt, nur wie gesagt, es war jetzt hier so, erst war Florentin kurz da, der habe ich abgewehrt, dann warst du da, dich habe ich abgewehrt. Es war leicht koordiniert, nur es fehlt immer noch dieses perfekte Timing von euch beiden, dass ihr beide zum selben Zeitpunkt da seid und ich an zwei Fronten kämpfen muss. Oh Mann, das stimmt. Und so kann ich halt immer wieder sagen, okay, dann gehe ich halt in deren Base und versuche halt Sachen zu kicken, wie hier, hier und dann Gold. Mich hat auch wahnsinnig gemacht, dass du die blaue Farbe hast. Ne? Ich weiß, darf man das nicht als Argument nennen. Was ist denn aber ich bin immer mit Blau. Ich bin so gewohnt, blau zu sein. Ich habe super oft die Ritter gedacht, oh, das sind ja meine. Dann drück Alt G. Dann bist du blau. Ach wie? Kann man selber? Ja, Freund-Feind-Farben. Das sieht so aus dann. Jetzt bin ich gerade bei dir. Jetzt bist du blau, ne? Aha, genau. Das wusste ich gar nicht. So, und dann kannst du. Genau. Und das Ding ist halt, der Feind ist dann immer rot. Dein Mate ist immer gelb und du bist halt blau. Genau. Oh, das ist cool, das muss ich nächstes Mal auch so machen. Genau, und Alt-G einfach. Genau, und wie hier jetzt hier oben sehe ich... Ey, da will ich mein Marco gelobt haben hier, Marco. Hast du gesehen? Ich bin auf den Hügel gegangen. Ja, du stehst hier oben drauf, das bringt nichts. Ja, nein, du bist erst auf den Hügel und dann habe ich meine Position geändert, bin oben auf den Hügel und dann habe ich dich vertrieben. Ja, aber nee. Ah, nee, stimmt. Das Ding ist halt, klar gehe ich diesen Kampf ein. Es war natürlich, okay, dass du auf den Hügel gehst und das bewusst machst, sage ich immer wieder, ich finde das cool, dass ihr daran denkt. Aber hier hast du halt gegen +2/+2 Ritter zu kämpfen und du hast jetzt gerade das +1 Upgrade defensiv. Oh Mann, ja, ich war echt so unkoordiniert. Ich weiß nicht, was los war, ich war so schlecht gerade. Floating war echt gut. Naja, also hier ist jetzt auch gerade Action, warum auch immer, wie gesagt, diese Plänkler, sagst du ja schon selbst. Es ist einfach Panik. Es ist wirklich, glaube ich, auch für den Zuschauer schwer nachzuvollziehen, weil die schreiben in den Kommentaren so, hey, Plänkler sind doch gar nicht gut gegen Ritter, bau doch lieber Speere. Ja. In meinem Kopf sieht es einfach so aus, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst habe ich instant verloren und dann kommen einfach dumme Sachen rum. Du verschwendest Ressourcen, indem du jetzt dieses
100 Food ist jetzt nicht so schlimm, aber du verschwendest Ressourcen, indem du die Updates hierfür auch noch machst. Ja, absolut, das ist doch klar. Aber mein einziges Ziel ist, den Moment der Panik möglichst jedem Spiel ein paar Minuten nach hinten zu schieben. Ja, okay. Sodass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich relativ lange entspannt spielen kann und alles nach Plan läuft. Und irgendwann komme ich da auch hin. Aber bis dahin ist einfach nur Panik. Mein Plan war langfristig auch noch Mönche zu bauen, um deine Ritter zu übernehmen. Hast du, und das fand ich cool. Ich hatte dann halt 3 Mönche gegen 40 Paladin, das war auch scheiße. Ja, aber du hast... Das Ding ist halt, wenn du schon die Mönche baust, dann bekehr doch auch die Einheiten. Ich hab's versucht, aber die werden sofort tot. Nee, du hast kurz angefangen damit, mit dem Bekehren, und hast sie dann bewegt. Genau. Wenn du sie bewegst, bekehren sie ja nicht mehr. Das ist mir schon klar, Marco, das nennt man einen Missklick oder einen Fehler. So. Das musst du nicht kritisieren. Aber den Kampf hat jetzt da oben gerade... Das hat Florentin gewonnen, ja, aber da habe ich mich auch blöd angestellt. Da habe ich halt nicht drauf geguckt. Jetzt bin ich Imperialzeit. Natürlich. Da habe ich schon gesagt, dann ist es jetzt vorbei. Florentin hat da echt noch Hoffnung. War heute sehr positiv eingestellt. Das möchte ich auch mal loben an dieser Stelle erwähnen. Heute war Florentin der richtige. Heute warst du der Antreiber und Motivator. Wäre ich einfach nicht so scheiße dumm gewesen und hätte statt Plänklern einfach noch 3 Kasernen gebaut, Speerkämpfe gebaut, die abgegradet. Irgendwie hätte ein bisschen gescoutet, was geht. Irgendwie auch dann wieder dieses fucking mentale Gefängnis, nicht weiterzugehen in Imperialzeit, sondern einfach nur auf. Fuck, ich muss jetzt ganz schnell Sachen bauen, um weiterzukommen. Es ist schwer. Aber genau. Es wäre so, sobald das Spiel vorbei ist, denkt man sich, ja klar. Im Endeffekt will ich jetzt mal ganz kurz auf die Ressourcen gucken. Also bei mir habe ich jetzt alles, was ich brauche, um euch richtig viel Schaden zuzufügen in den nächsten Minuten. Wie sieht es bei euch aus? Bei dir, eigentlich, ja, es fehlt halt an Holz, aber das habe ich dir auch immer wieder versucht zu kicken bei Donny. Sind wir gerade, genau. Ja, du hast immer mein Gold versucht zu kicken. Genau, das Gold habe ich gekickt, das ist natürlich auch... Das ist auch nicht schlimm, dass du jetzt so wenig Gold hast, weil, wie gesagt, ich war ja auch immer da. Holz ist halt schlimm, weil hier sind deine einzigen Holz. Das habe ich aber repariert, muss ich dazu sagen, ein paar Minuten später. Okay, aber wie gesagt, hier fehlt es an... Oh Gott, es leckt. Hier fehlt es an Holz, hier sind ein paar... Also da würde ich auf jeden Fall schnellstmöglich dann noch ein weiteres Lumbercamp bauen. Das müsste jetzt demnächst kommen, aber gut, ist ja jetzt auch egal. Alles gut, genau. Aber bei Florentin ist es nur noch schlimmer. Da ist viel zu viel Holz da. Und gar nichts anderes richtig sonst. Also so, es fehlt an Gold, es fehlt an Nahrung. Du willst ja unbedingt auch schnell in die Imperialzeit kommen. Und du hast massiv Holz. Also dann zieh doch einfach mal hier ein paar von Holz ab. Dann zieh, na gut, die bauen jetzt hier ein neues. Die kannst du halt alle eigentlich zu Feldarbeitern machen, dass du halt schnell wieder Nahrung bekommst. Ja. Genau. Und dann geht's halt los. Hier sammeln sie sich schon die Chevaliere. Hier noch eine Burg auf dem Hügel. Ja, und ihr handelt aber ganz schön. Ja, richtig viel. Ich sehe gerade hier. Handelsgewinn hat Florentin 942. Ja, ich habe nur 2 Karren gebaut. Das ist der Karren. Aber auch der ist schon wieder... Warte mal. Das war doch okay. 16 Gold bringt er. Pro Lieferung. Okay, naja, immerhin. Da haben wir schon ein bisschen... Also bau den doch, guck mal hier. Bau den doch hier hin. Dann kann der bis hier runterfahren. Ja. Wenn er den da baut und hier unten baut, dann ist der super effektiv. Momentan bauen wir den immer zueinander gewandt, aber vielleicht wäre es klüger, ihn einfach voneinander abgewandt zu bauen. Ja, wie abgewandt. Genau, das hatten wir einfach Länge besser. Ja, aber das haben wir tatsächlich schon mal besprochen, haben wir einfach verpeilt. Ja. Das hat Marco schon mal gesagt, habe ich einfach vergessen. Genau, ich dachte, es wäre trotzdem einfach, damit man auch die Karawanenbahn decken kann. Ja. Aber wenn die einmal durchs Base, die eigene Base ist... Ich meine, guck mal, das sind 16 Gold, aber guck mal, der ist auch eine Weile unterwegs und er soll bitte, wenn er schon eine Weile unterwegs ist, 100 Gold oder so mitbringen. Und hier haben wir jetzt haben wir natürlich die Situation hier. Jetzt kommt es gleich dazu. Jetzt haben wir hier deine Mönche. Du hast +2/+2 Plänkler. Die sind einfach nur lecker für mich. Mehr nicht. Ich finde es gut. Langbogenschützen, tolle Unit. Vor allem als Britin, na klar, musst. Ja, da siehst du doch mal. Guck, da ist mein Goldabfall. Hätten die einen Jetpack, wäre es geht. Oder würden die klettern können. Aber ja, nee, aber wie gesagt, Langbogenschützen sind eine super Einheit, schwer zu countern. Ja, aber es waren halt noch viel zu wenige. Und natürlich, die kämpfen dann gegen Paladine. Ja, nee, das war alles viel zu schön. Das war, ich sag dir ganz ehrlich, als ich die Burg schon gebaut habe, war ich eigentlich schon fast GG. Eigentlich war das dann alles nur noch so, okay, nach den 2 Raids von dir war ich eh am Arsch. So, guck mal, jetzt fangen die an zu bekehren. Laufen hier hinten rum. 5 Mönche, ich denke mir, oh fuck, die mache ich mal schnell platt, sonst würde ich hier 5 Paladine verlieren. Aber selbst das, glaube ich, hätte den Fight jetzt auch nicht entschieden. Genau. Da kommt der rein mit seinen Nazguls, ey. Fucking. Mal wieder, ja. Und da war's, ist es geschehen. Ja. Gut, also. Ich glaube, hätte ich einfach wirklich statt Plänklern Speerkämpfe gebaut, die Anti-Raided. Ich glaube aber, sorry, aber. Auch kein Unterschied. Selbst Pikiniere +2/+2
Wenn du genauso viele Pikeniere gehabt hättest wie Plänkler. Ja, gut, das war allgemein. Plus vier Paladine mit Bloodlines. Aber du, eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Was sagst du zu den Teutonen? Also war ja Hammer. Zufall, du hast sie bekommen. Ja. Bist du zufrieden damit? Du hast ja Paladine gebaut, hast ja keine Deutschritter oder so jetzt gemacht. Deutschritter sind allgemein zu langsam und braucht man nicht unbedingt bauen. Also Teutonen, haben die denn gute Paladine, besonders gute? Ja, nein, was ist besonders gute? Sie haben alle Upgrades, die man braucht, um halt starke Paladine zu haben. Also okay. +4/+4 Upgrade, plus Bloodlines. Das Einzige, was sie halt nicht haben, ist dieser Geschwindigkeitsbonus, glaube ich. Von den, genau, doch, Pferdehaltung, Moment. Ach, ich bin mal Spanier drin. Pferdehaltung, genau, haben sie nicht. Das ist das Einzige, da bewegt sich die Kavallerie nochmal 10% schneller. Aber ansonsten siehst du ja, Felder kosten weniger. Danke. Dorfzentrum haben wir Angriffsstärke +2 und +5 Sichtweite, was mir am Anfang einfach sofort meine 4 Schafe gebracht hat. Oh, das ist natürlich auch geil. Das ist cool. Und, das ist eine coole. Oh, ist das genau. Cool. Und, oh, ich suche mal nach Schafen. Wir suchen immer so lange. Jetzt habe ich ganz vergessen, nämlich, das ist ja auch noch das Geilste. Ja, selbst wenn du bekehrt hättest. Einheiten widerstehen, Bekehrung. Wie, einfach widerstehen? Ja. Straight einfach widerstehen. Ja, sie sind halt loyal und lassen sich halt nicht bekehren. Die können, also man kann gegen Teutonen nicht bekehren, überhaupt gar nicht. Genau. Boah, die Geilen hier, die. Hätten meine ja, die Deutschen, die sind schwer zu überreden, ne? Ja. Das ist mir egal. Das ist mir egal, ich mach mal den Haxen essen hier. Ja, siehst du. Und nebenbei bin ich wieder bei Donny. Ja, egal, da ist Spiel. Ich will auf jeden Fall auch nochmal sagen, also ich habe es ein paar Mal angesprochen, ich möchte nochmal, dass es den gebührenden, dass es einen ruhigen Rahmen kriegt, wo ich es nochmal sagen kann. Ich finde, du hast heute fantastisch gespielt. Mhm. Ich habe heute schlecht gespielt und ich sage das nicht ohne Grund, sondern. Durch diese rege Teilnahme von euch, Kommentare und so weiter, Forum, das freut uns natürlich, aber vielleicht heute, also gerade ich kann jetzt so für mich sprechen, das war einfach eine schlechte Leistung heute. Das heißt, ich habe viele Fehler gemacht, wo ich eigentlich weiß, dass man das anders machen muss oder so. Ich muss noch was korrigieren, weil der Chat weist mir auch gerade darauf hin, ich spiele die Teutonen anscheinend wirklich zu selten. Die lassen sich schon bekehren, sind nur resistenter. Danke, okay. Lieber Chat. Ah, okay. Das ist doch okay. Gut, ich war ja auch schon fertig. Ich wollte einfach nur quasi damit sagen, wenn jetzt quasi, also Kritik ist es ja nicht, sondern wieder Vorschläge kommen oder sowas von Sachen, die ich heute falsch gemacht habe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich eigentlich fast alles weiß, was ich heute falsch gemacht habe. Ich habe einfach schlecht gespielt. So, das kann mal passieren. Ich war einfach unkonzentriert, ich hab's verkackt. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir Marco knacken. Ne? Wir haben jetzt versucht, eine recht solide Rush, also Rush in Anführungszeichen, ne, mit Rittern zu machen, um ihn irgendwie zurückzudrängen. Aber gegen PC hat's echt gut geklappt. Ne? Klar, PC natürlich ist was komplett anderes als vor allem Marco. Weil der PC ja auch auf der Schwierigkeitsstufe, also Standard, macht er auch keine Rushes meistens. Der wallt halt auch nicht. Der wallt halt auch nicht. So. Aber wir haben es ja nur geübt, um das Timing hinzukriegen. Und es war schon, ich fand schon echt beeindruckend, dass wir das zweimal, wir haben dreimal gespielt, wir haben es wirklich dreimal geschafft, immer um 19 gleichzeitig so, bup, bup, beide Ritterzeit, vier Dinger, also beide immer zwei Ställe gebaut, sofort vier Ritter raus und dann haben wir die koordiniert angegriffen. Aber ja. Ja, also. Ich will halt auch noch was loswerden, also wir zur Community nochmal dazu. Ich finde es so geil, dass auch die letzte Folge hat ja über 4000 Likes auf YouTube bekommen. Alter, also, mega geil. Das ist Hammer. Auch eine schöne Ratio übrigens, was uns auch natürlich sehr absolut freut. Also ich würde mich freuen, wenn das diese Show auch nochmal schafft oder annähernd schafft. Ich hoffe, dass wir auch noch lange, lange, lange gegeneinander spielen werden. Nee. Zwei, drei gebe ich dir noch. Wie? Und dann ist... Zwei, drei, dann machen wir dich fertig. Und dann ist vorbei. Das ist vorbei. Da muss ich jetzt üben, meinst du? Dass es halt länger geht, oder? Puh, weiß ich nicht. Oder was sagt Chat? Ja, gut. Ja, dann übe ich nicht. Und aber es ist echt frustrierend. Ey. Ich meine, ich habe es vorhin auch gesagt, als Werbung war zum Florentin. Normalerweise, die letzten Male war es eigentlich immer so, ich habe es eigentlich so mit einem Lächeln genommen, war so ein bisschen, ja gut, er ist halt besser, es macht Spaß, wir werden immer besser. Mhm. Und Florentin war immer sehr niedergeschlagen. Also ist ja auch echt nicht gespielt, sondern er war echt immer genervt. Da war auch kurz die Ruhe, das ist immer rausgegangen. Heute habe ich mich so gefühlt. Ich war heute so unzufrieden mit meiner Leistung und so, wie das gelaufen ist, ey. Es ist so frustrierend einfach, weil man immer mental 2-3 Minuten hinterherhinkt. So, man macht Sachen, weil man irgendwie reagieren will und denkt man sich, das ist alles Bullshit, was ich hier gerade mache. Und einfach mal irgendwie, man gerät immer weiter zurück mental und man schaut sich nur noch dabei zu, wie man irgendwie Bullshit macht und ist gar nicht mehr in Kontrolle. Aber
Ich muss irgendwie auch besser trainieren. Ich hole mir so einen Gaming-Laptop oder so. Weil ich kann ohne Scheiß, bei mir ist es auch tatsächlich einfach ein technisches Problem. Ich kann bei mir auf dem Mac spielen mit so einem Emulator-Gedöns, aber meine Maus ist immer eine Sekunde verzögert und ich kann im Endeffekt eigentlich nicht spielen. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach für ein paar hundert Euro noch so einen Laptop und dann schließe ich mir einen einfach eine Woche lang ein. Und baller durch und dann kriegen wir das auch hin. Mega Respekt hier an Timo aus der Regie. Können wir das bitte immer so machen? Können wir das als Standard haben? Das ist ja mega geil. Weil er wirklich genau gleich großes. Gut. Marco, was würdest du uns denn raten? Wie sollen wir trainieren? Was sollen wir angehen? Was sind unsere größten Schwachstellen? Wo würdest du sagen, wo könnten wir jetzt am meisten uns verbessern, wenn wir jetzt eine Woche Zeit haben? Es gibt ein schönes Fast Castle Training, was ihr machen könnt und auf eure Strategie adaptieren könnt. Also sprich, dort wird zum Beispiel dann ein Markt gebaut und eine Schmiede und ihr könntet halt vorher eine Kaserne bauen und einen Stall bauen. Genau, ich baue immer Markt und genau, Stall. Genau, und versucht einfach mal, guck mal, ich war jetzt auch, ich glaube 16:30 oder sowas, oder 16:18 war ich wieder Zeit. Crap, Alter, 16:18. Ja, also das ist halt schon das ist so demütigend. Können wir irgendwie diese Spiele anschauen von dir? Einfach mal, ich kann mir das nicht mal vorstellen. Wir haben es ja aufgezeichnet. Genau. Da kann dir das Feuer schicken. Wir können auch übrigens auch für die Community alle aufgezeichneten Spiele von uns zur Verfügung stellen. Können wir auch Bock machen. Ja. Fände ich spannend, weil ich wirklich auch seit Wochen trainiere ich an Fast Castle und wirklich drei Minuten schneller zu sein. Da hätte ich mal Bock drauf, wenn jemand anders das mal kommentiert. Das könnten wir auch machen, dass wir halt, wie gesagt, einerseits, wie gesagt, die Community macht ja eh so einen geilen Job, also auch unter den YouTube-Kommentaren sind immer wieder geile Tipps für euch. Ja. Deswegen auch immer wieder gerne weitermachen. Ich habe eins sogar ausgedruckt letztes Mal. Ja, stimmt. Und ein Florentin gegeben. Vier Seiten hat uns jemand eine Taktik. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Das ist eigentlich auch kacke. Es tut mir leid. Ja. Du weißt, wer du bist. Vier Seiten hat er uns ein Word-Dokument geschickt. Und das habe ich für den Florentin ausgedruckt und ihm auf den Platz gelegt letzten Freitag. Nicht schlecht. Ja. Okay, und auf jeden Fall, wie gesagt, wir können die Spiele zur Verfügung stellen. Da kann vielleicht jemand aus der Community, wenn er Lust drauf hat, sich das Spiel ansehen, da vielleicht drüber kommentieren und euch dann zukommen lassen. Wäre ganz interessant. Ja. Ja, man munkelt ja auch hier, es gibt ja einen Flurfunk, dass es eventuell auch eine Änderung gibt im Rahmen dieses Spiels, dass wir irgendwann mal auch sagen, das ist ja eigentlich fast schon ein eigenes Format, was wir hier machen. Ach so. Das ist nicht mehr nur eine Runde mit. Na, aber da wollte ich nur mal anteasen. Oh, wer weiß. Sind die Gewerke schon im Hintergrund? Gut, aber du sagst, da was zu sehen bald. Du sagst einfach Fast Castle trainieren und Zeiten verbessern. Erstmal eure Geschwindigkeit verbessern, mehr Ruhe im Spiel reinbekommen. Vor allem auch in Stresssituationen, die ich euch ja auch immer wieder gerne gebe, ruhig bleiben. Und, Ja, aber das ist nett gesagt, aber so funktioniert es halt nicht so. Das ist wie wenn ein Fußballspieler sagt, ja, schieß doch ins Tor. Nee. Du schießt immer 2 Meter neben dem Tor vorbei, schieß doch einfach mal ins Tor. Und man denkt sich so, ja, das ist ein mega geiler Tipp, Kollege. Es wird gesagt, werd kaltschnäuziger vor dem Tor. Also versuch von deinen 10 Chancen 3 reinzumachen. Okay, alles klar. Und sowas würde ich euch auch empfehlen. Bleibt einfach ruhig, wenn euch jemand angreift. Das wird passieren, das wird immer passieren, dass euch mal jemand angreift und was Böses möchte. Und dann müsst ihr einfach cool bleiben. Aber die richtigen Einheiten bauen. Aber das, ich muss noch mal sagen, dass wir dem ruhig bleiben, ne? Das ist ja auch immer so eine Floskel, die man oft hört. Und ich glaube, man muss es selber erstmal erfahren, was es bedeutet, wenn man erstmal ein Level erreicht hat, wo es Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Hat es gerade überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Ich will damit sagen, am Anfang, wenn man so ein bisschen noch Noob ist und noch nicht so eingespielt, dann sagt einem, ja, ruhig bleiben, bleibst du, ja, fick dich, also ruhig bleiben, ich kann nicht ruhig bleiben, ich bin mega überfordert mit allem so. Und ich habe für mich zum Beispiel jetzt beobachtet, dass zumindest am Anfang bei der Build Order ich mittlerweile sehr viel ruhiger geworden bin, weil ich einfach, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, kennst du ja auch das Problem, du hast die Schafe noch nicht gefunden. Deine Villager sind relativ lange idle. So, früher hat mich das in Panik versetzt und dann hätte ich angefangen, Holz zu hacken oder sowas. Mache ich nicht mal. Sondern ich habe jetzt so oft geübt und weiß genau, du kannst die ruhig mal ein paar Sekunden idle lassen. Weißt du, so ein bisschen so dieses, ey, die Schafe kommen schon noch, dann schicke ich die dahin. So dieses ganze Ding. Das hätte ich gern, diese stoische Ruhe. Das ist ein total gutes Beispiel. Die hätte ich so gern beim Angreifen. So. Und das hat, glaube ich, Marco. Total gutes Beispiel einfach, wie sich dieser Punkt der Panik immer weiter verschiebt. Bei mir war es auch so am Anfang so, ich war Startscreen, kein Schaf. Aber es wird immer besser. Ich glaube, was uns oder mir auch helfen würde, ist einfach scouten, einfach mehr zu wissen, was Marco macht. Wir waren, glaube ich, die letzten 20% des Spiels waren wir in der Situation des Fuck, ich muss irgendwas bauen, gleich das Monster steht vor der Tür und kommt gleich und wir haben keine Ahnung von nichts, was da kommt. Da hätten jetzt genauso irgendwie diese Koreaner Kriegswagen vorbeischauen können und wir so, okay, es ist genauso überraschend wie Paladine. Einfach hätte alles passieren können. Wie scoutet man effektiv? Was kann man machen? Was sind Tipps von dir, Marco? Wenn ihr alle Ressourcen gefunden habt, die ihr braucht bei euch,
dann gehst du halt, wie gesagt, mit deinem Scout einfach in meine Base und versuchst die Wegpunkte immer so zu setzen, dass du nicht durch mein TC natürlich läufst, also durch mein Dorfzentrum, und immer siehst, was für Militärgebäude ich baue. Also immer wieder den Scout mal abchecken, mal andere Wege vielleicht dann gehen, in meiner Basis aber immer bleiben, dort herumlaufen und dann siehst du halt irgendwann, okay, der hat einen Stall, der hat einen zweiten Stall, der hat einen dritten Stall, der geht nur auf Pferde, jetzt baue ich nur Pikeniere und ein paar Mönche dazu. Also das heißt, wenn man die gegnerische Base gefunden hat, nicht dann noch irgendwie den Rest der Map erkunden, sondern dann in der Base des Gegners bleiben und mal immer wieder so durch. Was bringt dir denn jetzt der Rest der Map? Du willst ja wissen, was ich mache. Ja, okay. Ich dachte einfach so, ich will für die geile Prozentzahl am Ende schön Punkte holen. Das sieht man jetzt auch in der Statistik. Ihr habt immer nur knapp über 50% der Karte aufgedeckt. Bei mir sind es jetzt 76%. Jetzt ja, allein okay. schon. Selbst das ist, geht halt, also bei 80% sagt man dann, ja, dann weißt du eigentlich alles immer, was passiert. Also dann siehst aber du Mongolei, ja. muss man sagen, ist auch ein bisschen schwieriger zu scouten, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, es ist halt sehr viele verwinkelt. Umgängliche, dann geht der so, dann setzt er die Wegpunkte so kreisförmig ja. und dann will er diesen Kreis aber weiterlaufen. Das heißt, dafür muss er aber so eine Klippe hoch und dann läuft ja. er aber ganz anders lang. Und so. Nur gut. Das heißt aber bei dir, du bleibst das gesamte Spiel bei einem Scout oder brauchst auch mal mehr Scouts? Oder? Wozu? Wie bitte? Wozu? Ich brauche ja nur den einen. Nur der einen? Ja. Also wenn ich jetzt nicht auf Scouts gehe und euch jetzt in der Feudalzeit schon angreife, brauche ich keine weiteren Scouts. Okay. Aber man vergisst ihn halt auch oft, dann irgendwann steht er die ganze Zeit rum. Nö. Du hast ihn ja auf einer Zahl. Ja, ja. Du hast ihn auf einer Zahl, die checkst du ab und zu ab. Und wenn die Zahl nicht mehr funktioniert, dann ist der wohl anscheinend gestorben, dann kannst du diese Zahl wieder neu belegen. Zum Beispiel mit 20 Paladin. Weißt du, was das Schlimmste ist heute? Dass wir heute aufs Burgeressen verzichtet haben heute. Das ist kein Witz. Wir haben heute kein Burger wir gegessen, gehen nur um Freitag. Freitag ist Burgertag hier eigentlich. Lars, Andreas, Lisa, ein paar andere noch. Florentin und ich gehen immer schön freitags, wenn Florentin da ist, Burger essen. Heute sind die anderen los, schön in der Gruppe geschrieben, kommt ihr auch mit. Und wir haben beide gesagt, wir müssen lernen. Wir müssen Age of Empires üben. So fucking ernst nehmen wir das. Wir saßen den ganzen Tag hier, ich habe nur so schnell was gegessen, um halt hier zu sitzen und es zu üben und dann so eine Scheißleistung abzuliefern. Das passiert. Aber ey, macht weiter, learning by doing, feels immer bad, mehr spielen, einfach mehr spielen und dann kommt irgendwann die Sicherheit. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fertig, ne? Ja. Ja, okay, also ich weiß gar nicht, haben wir noch Zeit oder können wir noch Zeit, ja, wir haben noch Zeit, dann können wir noch Zeit. Schnelles machen, vielleicht oder? Vielleicht hast du ja noch was. Ganz kurz, vielleicht. Schnell eins machen noch? Falls du nichts. Nee. Ich kann euch was Lustiges zeigen, höchstens. Nee, wir können leider nicht überziehen wegen live. Dann pass auf, ich zeig euch einen lustigen Trick. Wenn wir so viel Zeit haben. Tu das doch. 10 Minuten haben wir. Falls wir, wie viel? 10 Minuten. Ja, das reicht. Ansonsten hätte ich gesagt, du schaust dir nochmal unseren Fast Castle hier, an und kritisierst, was wir. Ich hab den Chat offen, machen. Ich sehe dich. Hier schreibt einer, sagt Flonny bitte, dass wir die TC Idle Time in den Griff kriegen. Oh ja. Donny hört nach der Ritterzeit fast immer auf mit Willst. Stimmt, ja, und ich versuche es. Aber es ist schwer, es ist das Multitasking-Ding. Ich bin dann in Panik. Hier schreibt auch, Gromsbart schreibt zum Beispiel, scheiß Leistung, das war doch gut, Donny. Nee, das war auch schon die schlechteste Leistung, glaube ich, in diesem Format. Also ich bin halt so ein bisschen sauer auf mich, weil ich eigentlich eine konstante Steigerung hatte. Und heute ist es eher ein Abfall gewesen, deswegen bin ich ein bisschen... Okay. Ja. Egal, aber was wolltest du uns zeigen? Ich wollte euch was zeigen, eine Map, die ich ja auch gerne mal mit euch spielen wollte. Machen wir mal... Einer sagt 10 Minuten, los, das schaffst du, Marco. Und ich glaube, da hat er sogar recht. Also es gibt halt eine lustige Strategie, deswegen wollte ich ja gerne mal mit euch Arena spielen. Da wollte ich genau das nämlich ausprobieren. Viele haben ja immer gesagt, so von wegen, Marco, du machst immer dasselbe und du greifst ja nie in der Feudalzeit an und so ein Scheiß. Und ich wollte gerne diese Map spielen, weil einerseits hast du halt hier immer deinen Wall, da bist du halt geschützt. Ich kann das ist Arena, nicht, oder was? Genau, das ist Arena. Und wie gesagt, es gibt halt eine lustige Strategie, die kennen halt auch schon viele. Ich glaube, viele, die jetzt dieses Spiel schon ein bisschen länger spielen, die wissen jetzt genau, was ich mache. Es ist aber witzig, wenn das funktioniert. So, jetzt spielst du jetzt gegen einen Computergegner. Genau, ich gucke einfach nur mal kurz rein hier. So, jetzt hast du halt hier so eine Ecke, ne? Das ist immer so eine Ecke hier von auf Arena, bei den Walls. Da baust du einen Tower hin. Und dann zeige ich euch mal, was so möglich ist in diesem Spiel. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Tower fertig ist. Das ist halt wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Ist das halt so ein Hack oder was? Das kannst du auch übrigens bei Wäldern machen. Das hat Viper auch vor kurzem mal wieder gemacht, um halt Sachen zu überbrücken. Aber was genau? Du kannst dich da durchschlängeln. Dann, wenn du die einlagerst und wieder auslagerst, bist du auf der anderen Seite. Genau. Ah! Oh mein Gott. Aber ist das schon ein Hack? Nein. Quasi? Wird das bei Turnieren, offiziellen Turnieren? Ja, das erlaubt? Kannst du ja so machen. So, jetzt sind die hier drin.
Aber das verrückt. Ist erlaubt auch bei offiziellen Natürlich. Turnieren. Natürlich. So. Ja, was machen die da drin? Das Ding ist halt, wie wehrt man sowas ab, ne? Wenn du merkst, okay, der baut jetzt da so einen scheiß Turm hin und will da reinkommen. Normalerweise hast du hier hinter ja schon einen Turm. Oder halt Bogenschützen, die das halt abwehren. Abwehren tust du es halt, indem du halt einen Marktplatz dahin zum Beispiel. Und das machen dann auch echt Leute, oder was? Ja. Also es gab, bauen die Ecken zu. Ja, oder? Aber ein guter Spieler weiß sofort, so hier baue ich halt so ein großes Ding dahin, fertig. Du musst ja nicht mal fertig bauen, oder? Genau, kannst du so stehen lassen eigentlich und dann abreißen, wenn du es halt nicht mehr brauchst. Fertig. Mhm. Sowas ist halt. Und was hast du gemeint? Viper hat das dann gemacht, über einen Wald hin, geht das? Genau, das geht halt auch so. Da war auch so eine Ecke hier, da stand ein Baum ums Eck. Und da hat er irgendwie versucht, da durchzukommen, hat einen Turm gebaut, ist mit den Dorfbewohnern da durch. Also es geht auch. Genau. Ich habe übrigens vorhin gesehen, wie du versucht hast, meine Schafe zu klauen, Marco. Ich habe zwei gesehen, ja. Ich habe auch Florentin nicht verteidigt. Was? Die habe ich mir nicht klauen lassen. Nee, die hast du ja wieder zurückgeholt. Genau, und ich habe Florentin ja auch eins weggeschickt. Holst du dir eigentlich Rehe? Ja. Wie machst du das? Also ich baue immer eine Mühle bei Bären. Hinterherlaufen einfach, reicht. Das ist ja. Scout. Also, oh, und das machst du mit einem Reh oder mit wie viel Rehe holst du dir da? Achso, jetzt habe ich das aufgezeichnete Spiel hier angemacht. Du meinst jetzt, wie du Rehe lörst oder ob du jetzt eine Mühle hinbauen willst? Nee, baust du eine Mühle für die Rehe? Du meinst das Learn, glaube ich, dass du quasi die Rehe zu. Nee, ich meine, ob er eine Mühle baut für die Rehe. Okay. Ja, also ich habe es jetzt im letzten Spiel gemacht. Wovon machst du das abhängig? Nee, ich gucke halt, wie weit die weg sind oder ob ich halt genug Rohstoffe schon habe, ob ich jetzt mir das leisten kann oder eben nicht. Und baust du dann eine für Bären und eine für Rehe? Ja. Okay, also das habe ich mich auch gefragt. Das geht, oder was? Ja, ich dachte, klar, das wäre dann eine Holzverschwendung, nö, oder? Nö, also wenn du halt genug Holz hast und es effektiv ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ist, okay, ist jetzt wieder Arena, aber ist halt, kann man auch da ganz gut zeigen. Hier hast du jetzt deine Bären und meine Rehe sind hier unten. So, dann natürlich komme ich da nicht gut ran. Deswegen baue ich da natürlich dann eine Mühle hin, auch für drei Rehe. Hast du denn einfach eine knallharte, in Granit gemeißelte Build-Order, die du jedes Mal abballerst, oder wie machst du es? Ja. Also im Grunde genommen ist es immer dasselbe, was ich mache am Anfang. Bis wohin ist es immer fix? Ab wann wandelt sich das dann? Zum Abklick Ritterzeit. Und bis Ritterzeit ist immer genau gleich? Ja. Aber ich glaube, das ist bei allen so. Bei uns ist es doch auch so, oder? Ja, ich dachte immer, das sei eine Schwäche, dass ich immer mega unflexibel bin, dass wenn er dann irgendwie mit einem seinem Dödel dann vorbeischaut, ich so, ich bin schon auf der Autobahn. Was für ein Dödel denn? Ja, sein dummer Scheiß, den er da im Auto. Was denn? Ich find's geil, wenn es einen Skin gäbe für Age of Empires, wo alle Markus-Bewohner so eine kleine Weste anhaben. Ey, an alle Mod-Programmierer da draußen, Leute, jetzt, ihr habt was zu tun. Eine Woche habt ihr Zeit. Wenn das ohne Witz, wenn das jemand macht, das wäre so, das wäre cool. Einfach der Hammer. Vielleicht, dass auch alle Florentins Volk alle so kleine Bärtchen haben, so Florentin. Ja, so wuschiges Haar haben die alle dann. Das ist ja schon nicht schlecht. Und bei dir haben alle graues Haar. Das wäre auch cool. Ja, alle haben graues. Habe ich eigentlich mal die Geschichte erzählt? Ich glaube, ich habe sie irgendwann in Almost Daily erzählt, aber ich kann es ja hier nochmal. In diesem Format macht es ja mehr Sinn. Ich habe mal so eine LAN-Party gemacht. Das war so, weiß ich nicht, da war ich so 16, 17 oder so. Da haben wir so im Dorf mit 5, 6 Leuten haben wir dann unsere PCs dahin getragen und halt gezockt und so, ne, CS. Und aber auch Age of Empires. Und ich musste immer alle überreden, Age of Empires zu spielen, weil die meisten hatten eher Bock auf CS und so. Und dann irgendwie habe ich es mal geschafft. Dann haben wir so ein 2-on-2 gespielt. Und ich musste zusammenspielen mit meinem Kumpel Fabian. Grüße an dieser Stelle, falls du es irgendwie mitbekommst. Und Michi, Grüße an dieser Stelle auch. Gegen ihn habe ich gespielt. Ich weiß, dass er es guckt. Dann haben wir so gezockt, 2 gegen 2. Und ich sehe so an den Punkten irgendwie, Fabi, mein Mitspieler, macht irgendwie kaum Punkte. Da geht irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, der hat mega wenig Punkte. Und dann bin ich mit meinem Scout in seinem Lager und sehe so, dass er ultra wenig Holz abbaut und kaum Beeren sammelt. Und so, ich frage, ja, warum, was ist mit dir los? Hat er gesagt, und vor allem nicht aus Witz gemeint, sondern ernsthaft zu mir so, ja, er lässt nur die Frauen Beeren pflücken und nur die Männer Holz hacken. Nice. Und das Witzige, hätte ich ihn nicht angesprochen, hätte er es auch nicht gesagt. Das war nicht ein Gag, den er aufgebaut hat, sondern das war einfach sein, das ist für ihn prinzipiell so. Ja, kann man machen. Und dann kamen ihm, glaube ich, zu wenig Männer raus, deswegen hat er super viele Bären, so rum war es, genau. Ganz viele Bären, aber keinen. Das fand ich sehr witzig. NKS Red schreibt übrigens auch noch ganz wichtig für euch, oder cool für euch, im Steam Workshop gibt es von Zero Empires ein Fast Castle Tutorial. Das habe ich mir auch mal angesehen, der landet dann auch ungefähr bei 16, 15 oder sowas in der Castle Age, baut aber, wie gesagt, auch einen Markt anstatt einen Stall. Und ja. Und baut er eine Mühle für Rehe? Das kannst du dir ja da ansehen. Ja, aber das Problem, ich habe auch ein paar Tutorials gemacht. Ist ja normal, macht ja aber jeder genau wahrscheinlich so. Aber das Problem, finde ich, an den Tutorials ist,
Age of Empires ist und bleibt am Ende des Tages ja ein bisschen so eine zufallsgenerierte Map-Spielsache. Ja, aber trotzdem kannst du sehr oft. So, und es klappt halt dann nicht immer. Manchmal sind die Taktiken gut mit Rehen, manchmal hast du dann keine Rehe. Dann findest du den zweiten Boar ewig nicht, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Es ist immer so ein, diese Taktiken sind immer, diese Tutorials sind immer gemacht für den Optimalfall, habe ich immer das Gefühl. Aber ich habe noch keinen Tutorial gefunden, was so generell quasi immer funktioniert. Metronomy schreibt, euer Hauptproblem ist und bleibt einfach eure Idle TC-Time. Also wie oft euer Dorfzentrum einfach inaktiv ist. Das stimmt nicht. Wir gucken uns das dann vielleicht nochmal, oder jeder kann sich dann das im aufgezeichneten Spiel auch nochmal ansehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir werden es zur Verfügung stellen. Ja, es kann schon sein, hier und da, dass es mal ist, aber wir achten da wirklich drauf und das ist einfach. Ja, ich habe auch oft Idle TC-Time, aber da ist es halt schon, da habe ich einen Will-Count, der eigentlich schon genug Rohstoffe reinbringt. Mein Ziel ist unter 18. Unter 18 Ritterzeit, das kriege ich hin. Das unter 18 trainieren. Ritterzeit, wenn ihr das beide hinkriegt, Chapeau. Ganz ehrlich. Ja, Metronomy sagt auch noch, bei mir extrem, das stimmt auch, ja, ich bin da nicht so gut mit dem Idle Time. Ich habe oft in der Ritterzeit, dann kümmere ich mich um Militäraufbau und dann. Ja, gut, manchmal haben wir auch einfach keine Nahrung. Weil, wenn wir halt dann Ritter rauspumpen, dann ist das halt wichtiger als ich habe auch keinen Bock manchmal. Ich habe keinen Bock da nochmal irgendwie. Ich denke, das läuft doch jetzt ganz gut. Ich will jetzt 5 Ritter und dann will ich einfach zu Ende machen. Ja, nee, stimmt schon. Aber es sind einfach wahnsinnig viele Dinge, die man, wo man Prioritäten setzt. Absolut. Wir können auch gerne mal zu dritt einfach mal trainieren, falls ihr Lust habt, dass. Ich brauche jetzt erstmal entscheiden, ich brauche einen Gaming-Laptop. Kann ich mir einen mitnehmen? Ja, wir haben es heute Mittag auch schon gesagt, dass als wir hier so trainiert haben, Florentin und ich, habe ich auch schon gesagt, wir haben uns so vor wie so südkoreanische fucking Pro-Gamer, die so quasi den ganzen Tag hier so sitzen mit ihren Laptops. Und tatsächlich haben wir recht kleine Bildschirme. Ja. Ich muss vielleicht auch mal sagen, ich glaube, Marco hat immer einen relativ großen. Ja. Ich muss teilweise echt gucken. Immer. Ja, Marco hat einen großen, Relief, das habe ich auch schon gehört. Aber kriegen wir nicht. Das sind alles nur Ausreden. Wir werden trainieren. Aufrufen, ganz wichtig. Marco hat es schon gemacht, aber es ist ganz wichtig. Also Leute, interagiert, kommentiert, lesen das, gebt uns einen Daumen hoch. Ich weiß, es klingt immer so wie so Dagi B oder sowas, aber es ist einfach tatsächlich so, dass es uns hilft. Dieses Format, was es vielleicht bald, man weiß es nicht, vielleicht gibt es eine kleine Änderung, aber das pusht uns und freut uns auch. Absolut. Nächste Woche geht's weiter. Wir werden trainieren, wir werden hart trainieren, um Marco zu besiegen. Ist noch ein langer Weg, aber wir gehen ihn gemeinsam. Flonny, darf ich noch jemanden grüßen? Womit geht's denn heute weiter, Florentin? Jetzt im Anschluss kommt die Pre-Show zum neuen fucking Pen and Paper von Hauke mit den Beans. Wow, es wird richtig geil. Jetzt kommt die Pre-Show. Hauke, da könnt ihr schon mal anschauen, welche Charaktere heute gespielt werden. So. Ich habe richtig Bock. Verflixte Klicks um 19 Uhr. Im Grunde könnt ihr jetzt eigentlich genauso, wo ihr sitzen bleibt, einfach sitzen bleiben und einfach den Rest des Tages auf dem Bildschirm starren. Ja. Und ansonsten habt ihr eine gute Zeit. Vielen Dank an Marco nochmal. Ja, schöne Grüße an Kiki aus Kiel übrigens auch noch. Ja. Okay. Muss noch los. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ja. Tschüss. Ciao.